Benefiz- und Festveranstaltung anlässlich des Jubiläums 50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Israel und Deutschland. Die reine Lebensfreude zeigte sich am Samstagabend in der Oelsnitzer Vogtlandhalle. Jugendliche aus dem Jugenddorf Kanot in Israel brachten zusammen mit der befreundeten evangelischen Oberschule Schöneck ein buntes Programm auf die Bühne. Diese völkerverbindende Jubiläumsveranstaltung wurde organisiert von den sächsischen Israel-Freunden e.V. Wir haben vor 3 Jahren das erste Mal diese Jugendgruppe hier in Oelsnitz gehabt und konnten in dem Zusammenhang etliche Freundschaften in diesem wenigen Jahren bis auf den heutigen Tag schließen und vertiefen. Und so ist der Anlass heute, sagen wir schon, wie ein kleines Jubiläum, weil wir heute hier 50 Jahre deutsch-israelische Beziehungen feiern werden. Und da gibt es nicht viele Veranstaltungen, erst recht nicht hier im Vogtland. Und wir haben hier die Pressesprecherin der israelischen Botschaft heute zu Gast. Sie wird zu uns sprechen. Wir haben andere Ehrengäste wie den Bürgermeister der Stadt Bad Elster bei uns. Und wir werden ein buntes Publikum haben von vielen Interessierten und Israel-Freunden. Das Benefizkonzert erbrachte 2000 Euro, die den Jugendlichen beider Länder für Treffen und Projekte zur Verfügung gestellt werden.